Die Rekordgymnastin Jewgenia Kanaeva konnte auch 2011 ihre einzigartige Stellung in ihrem Sport verteidigen. 6-mal Gold gab es für sie bei der WM in Montpellier. Wenn Jewgenia antritt, haben selbst ihre stärksten Konkurrentinnen wie die Landsfrauen Daria Dimitrova oder Daria Kondakova das Nachsehen. Doch Jewgenia wäre nicht sie selbst, wenn sie ihre Erfolge als selbstverständlich betrachten würde. Auch bei der Qualifikation für die Olympiade 2012, für sie eigentlich Formsache, ist sie voller Konzentration. Mein Ziel ist es, nächstes Jahr nach London zu gehen. Wir haben noch einige Wettkämpfe bis dahin und in wenigen Wochen werden unsere Trainer aussuchen, wer zur Olympiade fährt. So muss ich hart trainieren und gesund bleiben. Der guten Kameradschaft im russischen Team scheint Kanaevas beherrschende Position keinen Abbruch zu tun. Selbst nicht mit Daria Kondakova, die wegen ihr eine riesige Kollektion an Silbermedaillen hat. Aktuell ist Kanaeva übrigens eingeschriebene Studentin der Sportuniversität ihrer Heimatstadt Omsk. So hat sie gute Aussichten, nach ihrer aktiven Zeit auch bei den RSG-Trainerinnen in der ersten Reihe dabei zu sein. Auch wenn sie dann, nach ihren eigenen Worten, erst einmal zeichnen, Klavier spielen und Englisch lernen möchte. Aber das schließt sich ja nicht aus.